Fernsehsaison, die Achter. Also live hat einen ganz besonderen Zauber, weil das auch Menschen ja spüren, dass das jetzt alles wirklich in diesem Moment passiert. Noch ein Witz? Irgendwann haute er in die Tasten, so, also, ja, und rief dann immer so zu mir in meine Richtung: Erna kommt. So, es spielte dann wieder eine Weile. Dann hat er sich wieder irgendwann hochgedreht, wieder: Erna kommt. Und da dachte ich: Was ist da los mit diesem Mann? Falsche Tabletten. Fernsehen gibt momentan für Fernsehen zu wenig Geld aus. Auf Danke, einen dass Sie schönen ein. Abend. Zum Wohl. Ich mach die andere Stimme. Wetten, das live aus Bremerhaven. Und das sind unsere Kandidaten: eine Schachkönigin, eine brandheiße Truppe, ein Finanzgenie, unser Mann am Klavier. Und hier ist Wolfgang Lippert. Hi. Guten Abend, Bremerhaven. Dankeschön. Vielen Dank. Ich danke Ihnen. Dankeschön. Vielen Dank. Dankeschön. Danke sehr. Hören Sie bloß auf. Vielen Dank. Ich danke Ihnen. Dankeschön. Vielen Dank. Vielen Dank. Dankeschön. Dankeschön. Vielen Dank. Dankeschön. Dankeschön. Okay, wir müssen eine Sendung machen. Dankeschön. Guten Abend, so ein toller Empfang. Guten Abend, liebe Fernsehzuschauer zu Hause in Österreich, in der Schweiz und natürlich in Deutschland. Mein Name ist Wolfgang Lippert, ich bin der Neue und komme jetzt öfter. Tag. Ja, und heute ist er hier, am Tag der Deutschen Einheit. Freue ich mich sehr, dass Wolfgang Lippert zu uns gekommen ist. Wir haben ja ein bisschen an ihn graben müssen. Sie haben einen sehr vollen Terminkalender. Ich freue mich wirklich sehr, dass es geklappt hat. Vielen Dank. Ja, danke und... schöner Anfang. Ja, ich finde, das Publikum, unser und großes Publikum, könnte auch mal klatschen. Nein. Hab gerade ganz viel bekommen. Ich habe diesen Ausschnitt zum Anfang genommen, weil ich finde das wirklich so toll, wie Sie da rausspringen und wie Sie auch dieses Bad in der Menge nehmen. Und ich habe mich dann auch gefragt, wie Sie sich da gefühlt haben. Ja, ich habe mich sehr gut gefühlt und war auch sehr aufgeregt, muss ich sagen, weil dieses Podium, also ich kannte Samstagabendshows schon, ja, aber nicht mit einer europäischen Dimension. Mhm. Und deswegen, und es war auch sehr herzlich, also der ganze Tag war schon herzlich davor. Ich hatte, ich glaube, um die 100 Interviews. Am Abend zuvor war die Probe, ich war nochmal im Saal. Das ist so eine alte Marotte von mir, dass ich immer vor großen Sendungen abends nochmal alleine in den Saal gehe und nochmal so Positionen durchgehe. Wo ist die Kamera, wo kommt das Licht her, wo muss der Kandidat hin und so. Also einfach nur nochmal so Revue passieren lassen. Ich meinte meine Frage auch noch mal mehr in die Richtung, wenn man da steht und eben diese Leute halt diesen Applaus geben. Also auch bei Wetten, das war, ist es ja so, dass, dieser Auftrittsapplaus auch ein bisschen dazugehört. Die Städte überbieten sich ja auch gegenseitig darin. Ja, klar. Es ist ja nicht das erste Mal, dass man so am Abend vor die Zuschauer tritt und man geht vorher raus und versucht schon mal irgendwie einen Dialog zu Kontakt finden. Zu trinken, ja. Und ich mag so Warm-up-Moderatoren zwar persönlich sehr, aber ich mache meinen Saal lieber selber so und finde immer viel schöner, wenn man selber mal durch die Reihen so geht und mal hier hinguckt und mal da hinguckt und mal jemand die Hand schüttelt oder irgendwas anderes macht, um ein bisschen Nähe erstmal herzustellen. Ja, und dann ist es normalerweise die Verabredung und das ist dann so eine Mischung aus Daumen drücken, aus Spaß, um Wetteifern. Oh Gott, wir sind jetzt mal ordentlich laut und so. Das ist eine alte Tradition bei Samstagabendshows. Und es ist so ein bisschen der, ich sage jetzt mal so der Schwung, den man so hat und so die Vorschusslorbeeren eigentlich. Die muss man natürlich dann über die Sendung bestenfalls einlösen. Sonst ist der auch gleich wieder weg.
Ich habe auch angefangen jetzt mit Wetten, das können Sie sich denken, weil es ja, ja doch auch der Höhepunkt, glaube ich, Ihrer gesamtdeutschen Showkarriere war und gleichzeitig sicher auch die größte Kränkung, die man so haben kann. Und wir wollen eigentlich heute Abend, also ich möchte gerne mit Ihnen heute Abend über das davor natürlich sprechen, ja, und auch über das danach sprechen. Und das ist ja praktisch so ein bisschen so die Wegscheide. Mhm. Und es gibt, Sie haben sich ja schon auch mal eine Sendung von uns angeguckt. Es gibt ja immer einen Überraschungsvideogast, der unseren Gast vorstellt, damit ich das nicht alles machen muss. Ja. Und das haben wir natürlich jetzt auch. Bitte, Film ab. Inka, kannst du bitte den Künstler des Abends vorstellen, aber bitte in 2 Minuten, wie soll ich denn das machen? Er hätte euch Newcomer einladen müssen und nicht einen, der vor 40 Jahren seinen ersten Erfolg hatte mit einem Titel, der sich um seine Oma drehte, Erna, und den mein Vater komponiert hat. 40 Jahre zusammenpacken in 2 Minuten geht doch gar nicht. Also kurz nach dem Hit, ich versuch's natürlich, kurz nach dem Hit hat er dann natürlich seine erste Kindersendung moderiert und mehrere Shows im DDR-Fernsehen. Und kurz darauf sogar schon eine der größten Shows Europas, die größte Show Europas. Wetten, das, was für ein Höhenflug, was für eine Karriere. Ja, die muss doch gestoppt werden. Ja, nehmen wir eine kleine Zange. Darf doch ein Ossi nicht berühmter sein als, ach komm, Schwamm drüber. Er war einfach und ist immer noch so gut, dass er das einfach weggelächelt hat. Toll, wie ich finde. Er hat sich berappelt, moderiert jetzt schon wieder einige Shows, macht seinen Störtebäcker und wird vom Publikum geliebt und singt auch immer noch. Ja, und da kann man eben machen, was man will. Da kann man aus Taschen holen, was man will. Da kann man die Bild-Zeitung anrufen, wie man will. Menschen werden geliebt oder eben nicht. Und woran liegt's? Weil er so unglaublich lustig, talentiert, professionell ist und weil er einfach eine Persönlichkeit ist. Und ehrlich gesagt, wenn ich mich an unsere erste Begegnung erinnere, und das ist auch der Grund, warum wir immer noch so engen Kontakt haben, und er ist einer der wenigen, mit dem ich wirklich noch engen Kontakt pflege, ich erinnere mich immer daran, wie er das erste Mal vor mir stand, im Wohnzimmer, meinem Wohnzimmer, dem Wohnzimmer in meinem Elternhaus, und mich einfach zum Lachen gebracht hat und mich gut unterhalten hat und warm begrüßt hat. Und jedes Mal, wenn ich ihn sehe, fühle ich mich immer wie dieses 14-jährige Mädchen, das ich damals war, und muss wieder lachen, wenn ich ihn sehe. Und Sie werden heute auch ganz, ganz viel über ihn schmunzeln, lachen und vielleicht auch eine Träne verdrücken, weil er ist einfach einer der besten Entertainer Deutschlands. Das kann man halt nicht ändern und das wollen wir auch nicht ändern. Waren das jetzt mehr als 2 Minuten? Einen wunderschönen Abend. Bin schade, finde es sehr schade, dass ich nicht dabei sein kann mit Wolfgang Lippi Lippert. Vielen Dank. Ja, das war Inka Bause. Das ist ja rührend. Ja. Ja. Und sie hat es, ich bin sehr beeindruckt, es waren wirklich genau 2 Minuten, es war ja ungeschnitten, sie hat es wirklich ganz genau getappt. Man merkt halt gute professionell. Ausbildung. Ja, ja. Genau. Das war wirklich schön, unsere erste Begegnung war im Hause Bause in Berlin-Biesdorf. Und ich habe, ja, also. Muss man vielleicht wissen, dass der Vater von Inka Bause, Arndt Bause, ein wichtiger Komponist in Berlin. Einer der wichtigste eigentlich überhaupt im Osten. Und über 1000 Lieder geschrieben und Hits, ganz viele Hits, also für alle, die da irgendwie Musik gemacht haben. Die haben also nur zugesehen, dass sie irgendwie von Bause bekomponiert werden. Und es gab damals eine Veranstaltung, die hieß Rechenschaftslegung. Das ist ja auch ein super unerotischer Name für eine Veranstaltung. Show und wir mussten dann, weil wir so zu unserem Studium so Zusatzausbildung bekamen. Ne? Darf man vielleicht auch nochmal sagen, dass Sie Musik studiert haben? Musik studiert, genau. Mit Tamara Danz zum Beispiel von Silly, mit Pudis Musikern. Also all diese ganze Generation ist so ungefähr meine. Und wir sind dann, also einige von uns, in so eine Förderklasse gekommen. Und da mussten wir aber alle halbe Jahre unter Beweis stellen, dass wir auch etwas dazugelernt haben. Förderklasse hieß Steppunterricht, Ballettunterricht, Szenenstudium, Regie, Psychologie, alles Mögliche. Stimmbildung sowieso gehört ja automatisch mit dazu. Also das war schon sehr komplex. Und weil das Geld gekostet hat, wollten die, also die Herrschaften, wissen, lohnt sich das überhaupt? Und da mussten wir immer antanzen. Und bei der Gelegenheit hat mich Arndt Bause entdeckt, der sich natürlich da immer umgeguckt hat, gescoutet hat sozusagen, und hat zu mir in seinem herrlichen Sächsisch gesagt, du bist ein netter Kerl, aber du hast die falschen Lieder. Weil ich habe damals so Lieder gesungen. Balladen? Balladen. Da war eine Ballade, die hieß Das Geheimnis. Und der Text ging etwa so, also durch meine Seele, da fließt ein Wasser und in dem Wasser schwimmt ein Fisch.
Und dann habe ich immer so in die ersten Reihen geguckt und habe gedacht, was mögen die wohl jetzt von mir denken? Ja, mit solchen Liedern. Ich glaube, ich war zu quirlig dafür. Also er hat mich, glaube ich, schon ganz gut erfasst und sagte dann, kommst du mal zu mir nach Hause, dann spielst du mal was vor. So, und dann bin ich da erschienen und da saßen die drei Töchter aufgereiht, ganz artig, auf dem Sofa, heimischen Sofa, und in der Mitte Inka, also sind ja drei Töchter. Und mit Inka habe ich mich sofort verstanden. Also man checkt ja sofort, wo ist der Humor, kann man da landen, reagiert da jemand, ist da irgendwie dunkel oder nicht. Und Inka hat sofort, das war, und diese Liebe, kann man schon sagen, die ist so geblieben über diese vielen Jahre. Und dann hat er mich hochgenommen, also nachdem wir Kaffee getrunken haben aus ganz teuren Meißner Porzellantassen und das war alles ein ganz edler Haushalt, an sein Musikzimmer und hat mir alles Mögliche vorgespielt für andere, der für andere komponiert hat und so. Und dann irgendwann haute er in die Tasten so, also, ja, und rief dann immer so zu mir in meine Richtung, Erna kommt, so spielte dann wieder eine Weile. Dann hat er sich wieder irgendwann hochgedreht, wieder Erna kommt. Und dann dachte ich, was ist da los mit diesem Mann? Falsche Tabletten, Steckdose irgendwo. Und ja, und dann wusste ich nicht so richtig, wie soll ich jetzt mit diesem Angebot umgehen. Ja, ich habe gesagt, also, ich wollte jetzt nicht fragen, nicht, ne? soll das ein Lied sein oder was? Ja. Und das habe ich mir nicht getraut, wollte höflich bleiben. Und habe dann gesagt, ja, das ist ja, mal gucken, also ich denke mal drüber nach und habe das meiner Freundin, der hat also einen Kassettenrekorder, hatte man damals noch so aufgenommen, soll ich mir mal anhören hier zu Hause. So, und dann habe ich der das vorgespielt und die hat gesagt, mach mal, sing das. Und da habe ich gesagt, aber was sollen denn die Kollegen sagen, wir wollen doch El Jarreau, Stevie Wonder, weiß ich wen singen und nicht Erna kommt, die reden doch nie wieder mit mir. Naja, und dann habe ich es trotzdem gemacht und das war sozusagen der Schlüssel für alles. Also genau. Erna kommt, bin auch ganz dankbar über diesen lieben Herrn Bause, der jetzt im Himmel ist, im Musikhimmel hoffentlich. Und dann ging alles los. Ja. Also ich meine, wir können hier heute Abend nicht sitzen, ohne dass wir uns nicht ganz kurz Erna kommt anhören. Ja. ganz kurz mal, kennt das überhaupt jemand von euch? Genau. Ihr seid ja alle noch ein bisschen jünger, oder? Genau. Nee, doch geht. Ja. Ja, also, genau, also das kennt man auch, wenn man jünger ist. Ja, ich glaube, man kam irgendwie... Sie singen das doch bis heute noch. Interessant, aber naja, ich lasse mich jetzt mittlerweile ein bisschen bitten dafür. Nicht ungerne, aber weil ich so doof finde, wenn man da gleich so durch die Tür kommt und das so sagt, wollt ihr... Wir sind ja ein Museum, wir zeigen ja alte Sachen. Ja. Ne? Deswegen brauchen wir Sie jetzt gar nicht bitten. Wir zeigen das jetzt einfach mal ganz kurz. Ja. Machen wir mal meine erste Show, bitte. Also ich mache das aber. Also ich Sie singen auch mit dann gleich. Ich finde es um Gottes Willen nicht blöd. Also ich weiß. Genau. Oh, das ist ja eine Special Edition. Arrangement. Oh mein Gott, ich schäme mich, denn gestern war ich nämlich zu lustig. Dass ich heute down bin und schrecklich anzuschauen, denn das, was geht. Ab und zu passiert das, aber mich geniert das mächtig. Nie mehr so ein Idiot sein, dann schon lieber tot sein möchte ich. Und das Allerschlimmste ist... Die Brille ist interessant, oder? Der Zylinder aber auch. Ja. Und wenn sie sagt, sie kommt, kommt, sie kommt. Ich sag's euch ehrlich, wie es ist, Leute. Wenn ich diese Mordsbraut nicht hätte, ich würde versacken. Absolut! Sie ist die Einzige, die mich völlig im Griff hat. Hoffentlich wisst ihr nun, warum ich heute so unwahrscheinlich high bin! High bin? High bin! Das ist schon mal eine Schrittkombi, oder? Ja. Da haben wir ganz schön lange dran gefeilt.
keiner kommt, ist deswegen so ikonografisch, weil es eben sozusagen auch ihr Star-Tum in der DDR begründet hat, erstmal als Schlagersänger. Wenn man ja, so Stars sehen. Haben wir nicht gesagt, ja, interessanterweise. Ja. Wir haben uns Unterhaltungskünstler genannt. Also dass Ihre Karriere als Unterhaltungskünstler. Nein, also ich will sie nicht verbessern, ich will nur sagen, die Begrifflichkeiten waren einfach anders. Ja, das ist wirklich so interessant. Genau, aber jedenfalls, erstmal waren Sie Schlagersänger, ne? Und ja, dann sind Sie irgendwie durch so einen Schlenker zum Fernsehen gekommen. Ich war eine ganz kurze Zeit Schlagersänger, bin auch ganz zufrieden. Und dann sehr lange Fernsehen. Ja, wahrscheinlich eher so, ja. Also ich habe eigentlich so nach dem Studium oder während des Studiums schon, in Magdeburg hatten wir eine Rockband, Pilot hieß die. Und dann ging es also so langsam los mit so vernünftigeren Aufträgen und mit Musik, die für mich komponiert wurde. Franz Bartsch war einer der ganz wichtigen. Den wird wahrscheinlich noch wenige Leute noch kennen, der lebt auch nicht mehr. Hat für Udo Jürgens zum Beispiel sehr viel geschrieben, für Roland Kaiser viel geschrieben und auch für mich. Und und dann kam, wie gesagt, Bause mit Erna kommt und dann eben hagelte es Einladungen überall hin. Also dieses Lied hat so eine durchschlagende Wirkung gehabt, dass man auch überall hingepasst hat. Ich habe gesagt, wollte mal Erna kommt hören, oh klar, ist doch schön. Und Kindersendung war da, Hedu hieß die, und die Regisseurin kam nach der Sendung zu mir und sagte, dir rennen die ganze Zeit diese Kinder hinterher. Ich sage, ja, ich finde die toll, geht mir genauso. Und wir haben uns erzählt, Witze erzählt, ich war schon längst fertig und da saßen wir immer noch. Und dann sagte sie, das ist schön zu beobachten, wie ihr seid so miteinander. Und dann hat sie gesagt, könntest du dir vorstellen, diese Sendung vielleicht zu moderieren? Also nach einem Auftritt dort als Gast. Und dann habe ich damals gesagt, ich weiß gar nicht, ob ich so viel zusammenhängende Sätze reden kann. Und dann habe ich es gemacht und dann ging das los. Das war so die, und gleich live. Also wir haben ja jeden Monat eine Live-Sendung gemacht von 1,5 Stunden. Und wir sind überall da gewesen, wo Kinder waren. In Ferienlagern, im Zirkus. Überall. Ja. Und damals war Fernsehen immer noch überall willkommen. Der Bäcker hat dann extra ein Brot gebacken, also außer wie die Hedu stand da irgendwie oder ich weiß nicht was. Also man hat, alle haben so dazugearbeitet auch. Und dann ging das immer so weiter. Ja, diese Kindersendungen wurden auch sehr viel gesehen. Die Eltern hatten ja auch die Chance, dich zu betrachten. Mhm. Also mit wem spielt mein Kind? Das war ja nicht unwichtig. Und das war eine sehr schöne Zeit. Wir haben auch immer, Musik ist parallel dazu entstanden. Also es gab immer eine LP am Jahresende. Damals hieß sowas noch LP. Und ich habe sehr viel mit den Kindern gesungen. Ich habe es geliebt, mit Kindern zu arbeiten. Mhm. Also geht mir heute noch so. Ja. Ich habe aus Ihrem Buch ein Zitat rausgeschrieben, von dem ich denke, selbst wenn Sie es ausgedacht hätten, fände ich es gut. Da bin ich ja mal gespannt. Ja, nämlich, dass Sie als kleiner Bub zu Ihrer Mutter gesagt haben, Mutti, weißt du eigentlich, dass ich lebensfroh bin? Ja, stimmt. Habe ich wirklich gesagt, hat mir meine Mama erzählt. Ja. Ja, später dann irgendwann. Ich weiß nicht, wie ich auf diese Formulierung gekommen bin. Vielleicht habe ich sie mal irgendwo gehört, in einem Film gesehen oder hat mir gefallen. Aber so, also den Eindruck machen Sie auch auf mich, so, dass Sie sowas Lebensfrohes mitbringen. Ist das wichtig fürs Fernsehen? Ich meine, ist das nicht auch so eine Grund? Ist ganz gut, wenn man da ein bisschen länger überleben will, sollte schon eine gehörige Portion Lebensfreude mitbringen. Und das ist aber, also bei mir eigentlich so eine, ich will es jetzt gar nicht so hochstilisieren, aber so wirklich eine tiefe Dankbarkeit dafür, dass ich da bin und dass ich diese Zeit, dieses Geschenk Leben einfach nutze und möglichst nicht vergeude, auch nicht mit schlechten Gedanken, schlechter Laune, obwohl ich natürlich nicht immer bester Laune bin, das geht ja gar nicht. Nee, das wäre auch nicht anstrengend. Aber ich würde damit auch wenig andere Leute belästigen, zum Beispiel. Ja. Aber was ich jetzt meine auch damit ist, wir reden ja hier über die leichte Unterhaltung. Ne? Ja. Und die leichte Unterhaltung ist ja das Schwerste überhaupt
weil man eben immer so dieses, wirklich diese Leichtigkeit auch mitbringen muss. Und dass dieses lebensfroh zu sein, also diese Grundhaltung, dass das vielleicht das Grundtalent ist. Das wäre jetzt so meine These. Könnte sein. Mein Vater war Musiker, der also hatte ein Orchester, ich hatte damit schon zu tun. Ich war eigentlich nicht so der klassische Klassenkasper, das war ja oft so, nicht, dass man sagt, man probiert schon mal sein Podium irgendwie aus. Ich war eher ein bisschen scheuanfänglich. Also die Bühne war jetzt... Das merkt es man gibt dann ja, aber nicht mehr. Ja, finde ich auch. Also ja, denke ich ja. Selber an mir auch. Und ich habe mich ganz schön rumgequält damit erstmal. Ich glaube, es macht auch einen riesen Unterschied, ob man was singt, ne? Also ob man Darsteller auf so einer Bühne ist oder ob man als man selbst, sie springen ja auch immer so auf diese Bühne, also das ist so, sie sind da ja auch sie selbst. Ich finde sie jetzt auch nicht anders, als wo ich sie kennenlerne, als, als Fernsehpersona von ihnen kenne. Nee, also das ist so, ja das immer ist besser, wenn sowas noch, ne? zusammengeht, also wenn man jetzt nicht jemand komplett anderes entdeckt. Ja. Und ich glaube, das ist bei allen, also die ähnliche Jobs machen wie ich, irgendwie auch ähnlich dann, die sind auch ähnlich so. Ja. Eine wichtige Sendung, die Sie gemacht haben, ist Glück muss man haben. Ja, das hat Evelyn wichtig. Matt erfunden, die ja auch eine ganz wichtige Redakteurin war und auch das Kesselbunte, wenn ich es weiß, erfunden hat. Diese Grundidee, dass man eben immer mit wechselnden Moderatoren arbeitet. Carmen Nebel, die wir jetzt ja in Gesamtdeutschland aus anderen Positionen kennen, war da die Außenreporterin. Die war meine Außenreporterin. Genau, damals, ja, sozusagen witzig, oder? Ihre Assistentin. Ja, ja. Und da ging es ja auch darum, dass eigentlich sozusagen diese Kombination von Prominenten und Nicht-Prominenten, also dieses Zusammenbringen von Leuten, die man eben aus den Medien kennt, mit denen, die in die Medien schauen. Ne? Ja. Und ich habe das Gefühl, dass das irgendwie sowas ist, was sie besonders gut können, eben die Leute so zusammenbringen, weil sie auch so ein nahbarer Prominenter sind. Ist das was, wo Sie sich sehr zu Hause gefühlt haben? Ja, sehr. Also dieses Format passte zu mir, obwohl ich gar nicht der erste Moderator war. Also ich, das ist manchmal ja so, dass... Das ist wirklich so. Ich bin da so auch so dazugekommen, mehr oder weniger. Ich war Gast der ersten Sendung mit Walter Plate damals und Ursula... Nee. Das ist wohl gefährlich, wenn man Sie als Gast einlädt, weil als nächstes werden Sie... Das ist ganz gefährlich. Also es kann durchaus sein, dass ich in der nächsten Folge, neunte Folge da sitze und Sie sitzen... Wissen Sie denn schon, was der nächste... Sie sind herzlich eingeladen. Ja, genau. Wissen Sie denn, was der nächste Gast ist? Wir werden Sie auch immer wieder ehren und einblenden und so, dass Sie das früher gemacht haben. Alles klar. Ich bin sozusagen der Franz Elstner und Sie sind der Thomas. Nee, aber es war wirklich verrückt, weil 14 Tage später rief der Produktionsleiter an, ob ich mir nicht vorstellen könne, diese Sendung zu moderieren. Und das konnte ich mir sehr wohl vorstellen. Und das war schön. Also dieser Plot ist einfach gut. Ja? Ein normaler Mensch trifft auf einen Promi, Blind-Date-Situation. Und der Showmaster hat gewisse Aufgaben, Spiele, psychologischer Natur manchmal, alles Mögliche. Wirklich und Überraschungen, aber charmante Dinge, schöne Dinge, die also beide Personen aus ihrer Mitte rücken. Ne? Also keiner kann seine Attitüde da durchleben, weil es ist immer wieder irgendwas anderes. Ja. Und ich war der Einzige, der wusste, wohin es geht. Schwierig war immer, dass wir diese Menschen also voneinander fernhalten mussten vor der Show. Und interessant war, dass sich ganz viele Paare in Anführungsstrichen auch verliebt haben. Das war wirklich verrückt. Diese Sendung war eigentlich... Das ist eigentlich eine Traumhochzeitsshow gewesen. Ja, weiß ich nicht, das war so ein Kennenlernding, weil die waren so euphorisch alle, ja. Und ich habe wirklich vor der Wende sowieso alle Stars Ost gehabt. Und nach der Wende auch alle Stars West, also ja, von Happe ja Kerkeling. Ich habe selbst Alfred Biolek damals überredet, der es gehasst hat, wenn er nicht wusste, wohin irgendetwas geht. Der immer derjenige war, der auch redaktionell mitbestimmt hat und mit natürlich moderiert hat. Und ich habe ihn ewig überredet, habe gesagt, nein, er sagt, nein, ich will das nicht. Und so, nein, Wolfgang, ich mache das nicht. Er hat es doch gemacht und war wirklich glücklich danach. Da waren wirklich... alle, die man sich so denken kann, und alle waren, glaube ich, ganz glücklich. Ja. Und wir haben, wie gesagt, Wende überlebt. Es gab ja einen Trabant zu gewinnen. Ja, gut. Das war dann hinterher nicht mehr ganz so attraktiv. Aber und wenn man jetzt, weil nicht attraktiv, man muss so 15 Jahre warten. Ich habe gesagt, nach der Wende. Und wir haben es einfach mal so rausgehauen. Ich habe immer so meine Witze gemacht, das mochte die Redaktion immer nicht so. Ich habe dann immer gesagt, wir haben einen Ferrari, roten Trabant mit wiederverschließbarem Handschuhfach und sowas alles. Also es war schon ernst, aber ich habe es immer versucht, ein bisschen locker zu machen. Dann gab es ein VW, also nach der
Wende gab es dann Trabanten VW. Westauto. Ein Westauto. Ja, genau. Ja, ja. Genau. Also, gut. Ja. Ich versuche Sie jetzt die ganze Zeit schon so dahin zu moderieren, weil auf meiner Karte steht jetzt als nächstes staatliche Moderationserlaubnis. Ja, darf ich von, natürlich, ist das Ihr bitte, Wasser? Das, ich würde ja gerne mal von Ihrem Wasser kosten. Ja, sehr gerne. Wenn ich kriege ich nachher was von... naturell. Sie können von meinem dann auch... Ja, ja, genau. Aber Sie können das auch alles austrinken. Gut. Ne? Kann durchaus sein. Ja, genau. Aber Sie haben da auch eins. Möchten Sie noch? Ja, danke. Das ist ja zu freundlich. Zu freundlich, genau, also ich habe gelernt, es gibt eine staatliche Moderationserlaubnis in der DDR. Das heißt, worüber ich gerne noch mal kurz mit Ihnen reden möchte, ist eben, dass Sie natürlich bei aller Freude, mit der Sie, mit aller Spielfreude und Lebensfreude und Leichtigkeit. Muss ja einen Ausweis haben, wir sind ja in Deutschland. Haben Sie natürlich schon auch irgendwie, haben Sie auch schon angedeutet, musste man sich auch rechtfertigen, wurde eben auch, wurden ja auch bestimmte Dinge kontrolliert. Und ich habe mich jetzt so gefragt, die haben ja dann auch irgendwann reisen können, wie sie sich da in der Situation so gefühlt haben. Also ich will jetzt, ich weiß, dass Sie mal zu Roger Willemsen gesagt haben, Sie wollen immer nur wissen, ob ich bei der Stasi war. Nein, ich will nicht wissen, ob Sie bei der Stasi waren. Ich weiß, dass Sie es nicht waren. Aber ich wollte gerne über diese Zeit nochmal mit Ihnen kurz nachdenken. Fangen wir mal bei der Moderationserlaubnis an. Also das war ja so, ich hatte ja mit dem abgeschlossenen Studium, hatte ich erstmal eine Grundeinstufung. Ne? Also A hieß die, so wie Eier. Ne? A, B, C. Dann gab es also Sonder- und freie Vereinbarung. Das war eigentlich so marktüblich. Mhm. Ne? Man konnte freie Vereinbarung sagen, ich möchte 100.000 Mark haben. Dann haben die gesagt, das ist ja aber nett. Geh mal. Auf Wiedersehen. Mhm. Oder so. Und dann musste ich, und das, dazu brauchte man auch nochmal einen extra Ausweis, damit man das berechnen kann irgendwann, musste ich eine Einstufung machen als Moderator. Da war ich aber schon Kindersendungsmoderator, also im Fernsehen, über 2 Jahre oder so und habe jeden Monat dann eine Live-Sendung abgeliefert und trotzdem musste ich da antanzen. Und diese Prüfung, da saßen in den Kommissionen saßen so Leute, die es nicht so ganz auf die Bühne geschafft haben und deswegen ist immer so in diesen Gremien sich bewegt haben. Uns besser wussten. Und ja, und nicht immer für uns, also uns eigentlich so richtig verstanden haben, eigentlich gar nicht. Und vielleicht auch gar nicht wollten, keine Ahnung. Jedenfalls gab es Reglement. Da spielte eine etwas müde Band. Die hatten wahrscheinlich die Nacht, sind die Auto gefahren, die ganze Nacht und so. Denen sind die Notenblätter immer mal runtergefallen zwischendurch. Ich war der aufgeweckte Moderator dazwischen. Ich hatte einen Zauberkünstler, dem auch der tote Kaninchen aus dem Ärmel holte und so. Es war also nicht so der Kracher. Und im Publikum saßen auch Menschen, die auch zwischendurch Rentner, weil früh morgens irgendwie, die zwischendurch auch eingeschlafen sind, im Prater in Berlin. Und ich habe mich da also nicht so mit der Lebensfreude, da brauchte ich sie mal ganz dringend, und habe mich da so durchgewurschtelt und bin dann, also hatte auch ein Moderationsding. Trotzdem nochmal diese Kulturszene, in der man sich irgendwie so bewegt hat. Es war ja auch nicht ganz ungefährlich, da anzuecken. Sie haben, wenn ich das richtig weiß, auch den Biermann-Appell mit unterschrieben. Ja, klar. Und da sind ja Leute auch dann dafür gesperrt worden. Ne? Und es gab ja nicht so viele Ausweiche. Ja? Also genau, wenn du bei RTL rauffliegst, fängst du bei Sat.1 an oder sowas. Genau, also das, aber das ging nicht. Es gab ein Fernsehen und es gab ein zweites Fernsehen, das war aber auch eins letztendlich. Und es gab eben ein Veranstaltungswesen über Konzert- und Gastspieldirektoren und sowas. Und wenn du da raus aus der Kurve geflogen bist, warst du genau. Weg. Ist denn jetzt sozusagen, ich stelle mir das halt so vor, dass Sie dann doch echt eine Bombe da waren, was die Beliebtheit angeht. War das der Schutz? Also dass Sie sozusagen, dass Sie wussten, vielleicht, dass Sie weniger austauschbar sind als eine Schauspielerin oder ein Schauspieler, den man eben noch mal besser ersetzen kann als so ein Lippi? Ich glaube, ich habe es in meinem jugendlichen Leichtsinn gar nicht so aufs Kalkül betrachtet. Ich glaube, ich hab immer so gewisse Vorstellungen von etwas gehabt und habe das auch irgendwie immer so charmant irgendwie so, ne, wenn man ein junger Mensch ist und so, da kann man irgendwie ganz, ganz nett sich da so durchbewegen. Ich erinnere mich, bei diesem Komitee für Unterhaltungskunst, so hieß das damals, gab es eine Dame, die sagte immer so, Herr Libby, du musst jetzt auch mal in eine Partei eintreten. Und da habe ich gesagt, ja, was soll ich denn da? Ist ja eigentlich eine ganz normale Antwort. Und dann hatte ich gesagt, naja, der ist in der Partei und der ist auch in der Partei, das ist auch ein Sänger und der ist auch in der Partei. Da sage ich, ja, aber ich nütze euch auch nicht viel. Ich habe keinen Bock auf Partei, sei nicht sauer. Also es war wirklich so. Und dann beruhigte die sich wieder. Und dann kam die nach einem halben Jahr wieder und sagte, sag mal, jetzt musst du auch wirklich jetzt machen, aber endlich, ja. Und ich habe es irgendwie immer so,
Ja, ich habe es immer so weggelächelt eigentlich. Und deswegen will ich nicht darüber richten, über Leute, die das getan haben, weil sie vielleicht überzeugt waren, weil sie gedacht haben, sie würden sich davon irgendwas, sie bekommen irgendwas dafür, keine Ahnung. Mein Weg war jedenfalls so. Und all diese anderen Dinge, die dann so später passiert sind, also auch mit diese Kulturszene war natürlich immer beschaut. Und ich habe damals mit Radiosendungen angefangen, mit meinem Kollegen Jürgen Karner, mit dem habe ich sehr viel gemacht. Und wir hatten dann auch schon die ersten Live-Radiosendungen. Ja? Das hat ja also mit Fernsehen nicht so viel zu tun, aber auf jeden Fall war das ja, das waren so Versuchsballons, ja? Die hieß, weil die ja immer irgendwie Sorge hatten, Mensch, da entwickelt sich irgendein Gespräch in eine andere Richtung. Wenn man ein Lied singt, das hat einen Anfang und einen Schluss und hat einen Text, den man kennt. Aber eine Moderation kannst ja nie, fängst ja nie so richtig ein. Und so. Und das war, da gab es schon oft wirklich Momente, wo wir auch mal antreten mussten und wo uns da auch der Kopf mal irgendwie gewaschen wurde. Alles nicht schlimm, wir haben nicht in Ketten gesessen, uns hat keiner gequält. Aber es waren immer mal so, also Leute, nicht so wild. Also es gibt ja auch dieses Husarenstück, dass Sie mal eben rübergefahren sind, um bei Nase vorn in Berlin hier aufzutreten. Das ist natürlich auch nicht was, was jetzt jeder gekonnt hätte, oder? Nein. Also ich meine, Sie haben schon so ein bisschen auch auf dieser Klaviatur des Prominenten ein bisschen was machen können, was andere nicht machen konnten. Also es war so, also ich durfte relativ spät ausreisen, weil meine Freundin nach Holland gegangen ist, sich verliebt hat. Wir beide haben uns irgendwie woanders verliebt. Und sie war dann weg mit unserem gemeinsamen Kind. Und somit war ich sofort auf dem Index. Und ja, also es gab keine, weil alle hätten gedacht, ah, der fährt da hinterher. Und das machte die Sache sehr kompliziert. Es gab ganz viele Anfragen. Jürgen von der Lippe hat ständig angefragt. Wir haben uns ja, wir sind ja Freunde jetzt. Also wir quatschen ja, haben auch später dann über so. Rudi Carrell wollte Wolfgang Lippi, der Erna kommt, den wollte der haben. Karl Dall, also alle, die irgendwie so Unterhaltungsfernsehen gemacht haben, Frank Elstner sowieso. Und irgendwann haben die immer gesagt von der Künstleragentur, der hat keine Zeit. Also ich hatte immer keine Zeit. Und dann gab es irgendwann diesen Anruf von Frank Elstner, ob ich mir vorstellen könne, in die Sendung Nase vorn zu kommen nach Berlin, die Kongresshalle nach West-Berlin, um die Ecke. Und da habe ich gesagt, kann ich Ihnen nicht versprechen, aber ich werde es versuchen. Und das war... ich wusste den Termin, habe gesagt, ja, also Sie können mich einplanen, aber mehr nicht. Und habe mir dann von der Künstleragentur der DDR ein Visum besorgt, ein Wochenendvisum, um mir ein Theaterstück anzuschauen. Und das hat man damals, gestattet, weil das war so wertfrei. Ja? Da war kein Interview, kein irgendwas. Und da gab es eine Reisedirektive sogar, muss ich unterschreiben. Kein Interview, keine Kamera, nicht fotografieren lassen. Einfach husch ins Theater, husch wieder raus nach Hause. So. Und ja, und dann habe ich mir so gedacht, okay, dann werde ich jetzt mal zu Frank Elstner gehen. Und das werden eine Menge Menschen sehen. Und das waren insgesamt 19 Millionen Menschen, die das gesehen haben in Europa. Und da habe ich mir gedacht, dann können die mich nicht mehr in den Gulag verfrachten, weil das haben zu viel gesehen. Und so war es dann. Also das war wirklich für mich ein ganz großer Moment. Also gucken wir mal kurz rein. Ja. Ich hoffe, Sie können verstehen, dass ich mich freue, mal einen Kollegen begrüßen zu können, der in der gleichen Sprache, zwar in einem anderen System, die Menschen unterhält, aber wir sprechen alle die gleiche Sprache. Wir haben uns daran gewöhnt, dass die Sportler auf der ganzen Welt reisen. Ich hatte in der letzten Sendung das Vergnügen, Katharina Witt begrüßen zu können. Aber so einen Fernsehmoderator, den habe ich noch nicht kennengelernt und ich muss sagen, Sie sind ein dufter Typ. Dankeschön. Ja. Ich finde Sie auch nett. Wir können ja mal für die Fotografen so kurz. Ja. Jetzt habe ich eine Überraschung für Sie mit. Sie erwähnten eben, dass ich eine Sendung mache in der ARD. Ist die zu sehen? Darf man das hier sagen? Ich glaube ja. Natürlich, klar. Am 5. Oktober übrigens, um 21 Uhr. Und da geht es um kuriose Gegenstände. Ja. Und einen habe ich heute mit. Und dann würde ich gleich mal testen, was Ihnen da so zu einfällt. Was meinen Sie, ist das hier? Ja, das sieht jeder. Dies ist ein etwas umgebautes Nasenhörnchen. Das ist erstmal korrekt, aber man kann mit dem Nasenhörnchen was ganz Besonderes tun. Rasieren. Rasieren. Wollen wir es mal probieren? Also ich mache es ein bisschen leichter. Richtig, so. Ja. Man kann damit also rubbeln. Das ist ein Rubbelhörnchen. Und Sie haben ja sehr viel zu rubbeln, Herr Elstner, erzählt man sich. Ja. Und ich würde mal an Ihrem Anzug, ist das gute Ware? Kann man da mal kurz... Ja, also bisher hat sich noch keiner beklagt. Ja.
Und da kann man auch an einer Rubbelkarte rubbeln. Und das mache ich vielleicht mal vor. Wir rubbeln heute das zweite Feld. Ist das richtig? Richtig. Ja. Würden Sie bitte mal am Schwänzchen ziehen, Herr Ja, Elfner? Gerne. Alles klar. Hier. Ja, vielen Dank. So, ich hoffe, dass man das sehen kann. Jetzt rubbel ich hier das zweite Feld. So. Lass mich nicht im Stich, liebes Rubbelhörnchen. Nee, es funktioniert tatsächlich. Es rubbelt. Ist das eine Entwicklung aus Ihrem Land? Also ich DDR-Rubbelhörnchen. Ja, genau. Also ich habe das versteigert danach noch. Ja. Das geht doch minutenlang so weiter. Ja, ewig. Ja, genau. Aber ich finde ja, dass Sie Frank Elster so ein bisschen an die Wand spielen. Ne? Sie haben da eine Wucht, mit der Sie da rauskommen. Ich habe mich so gefreut, dass das geklappt hat, dass meine List geklappt hat, mein wie Sie gesagt haben, Husarenstück, das war schon irgendwie so. Weil da stand natürlich viel auf dem Spiel. Ja. Also wenn man so lachenderweise durch die Gegend schlendert und weiß im Hinterkopf, also du musst ja auch wieder nach Hause und ich wollte auch wieder nach Hause, dann werden da irgendwie Leute sein, die sich daran reiben und die werden dir da irgendwas sagen. Aber das hat mich in diesem Abend nicht interessiert und ich fand, diese Vorgeschichte war auch so schön. Also ich bin am Nachmittag da erschienen und habe mit Frank ein ganz langes Gespräch geführt und er hat mich auch so so adäquat behandelt. Ja. Er sagt auch Kollege. Ja, Kollege. Kollege, ne? Da sagt jemand, der die erfolgreichsten Dinger da reist irgendwie im Westen, zu so einem Kumpel, Kollege. Und das war eine Wertschätzung und das hat mich also doch ungeheuer gehoben. Und er hat mir wirklich einen Teppich ausgerollt, eine Bühne. Und deswegen würde ich nie sagen, dass ich an die Wand oder sowas. Ja, also war ein ganz emotionaler Abend. Ich bin dann geblieben über Nacht in West-Berlin im Interconti-Hotel. Er hatte eine Suite, wo ich gar nicht wusste, wo die endet irgendwie. Und damals hat das ZDF noch mit dem Geld rumgefeuert. Ja. Und wir haben beide unter Tränen auf dem Dach des Hauses gestanden und nach Ostberlin geschaut und haben so über all die Dinge geredet, die uns damals so umgetrieben haben, uns Deutsche, auf der einen und auf der anderen Seite. Und das war ein großartiger Moment. Mhm. Das war ja sehr kurz auch vor der Welt. Ja, und das war riskant eben. Ja. Ich meine, Adamek hat Sie dann am nächsten Tag schon. Adamek hat mich am Montag, also Intendant. Ich bin bis Sonntag geblieben, der Intendant des Ostfernsehens hat, also mein Telefon klingelte wieder, war aber nicht Frank dran, sondern Adamek. Und der brüllte nur. Und es endete, also seine Tirade endete dann mit 14 Uhr im Büro. Und ich wusste erst mal gar nicht, wer das ist. Und dann habe ich mir aber zusammengereimt, na klar, der ist es. Und das war auch ganz interessant, dass ich da einen Mann angetroffen habe, der zu mir gesagt hat, wissen Sie was, Herr Lippert, ich schätze Sie schon mal grundsätzlich, weil Sie nicht alle Nase lang bei mir antanzen und irgendwas haben wollen oder so. So sage ich, danke. Der war ein bisschen klein von Wuchs und das ist natürlich schwierig, wenn du in so einen Raum kommst und denkst, musst irgendwas ausbügeln. Und dann versuchst du erstmal so ein bisschen dich irgendwie so hinzusetzen, dass du nicht gleich so riesig bist dagegen. So, und dann saß ich da so und dann hat er mir also alles erzählt, was er daran auszusetzen hatte und dass die Genossen, also Fernsehen geguckt haben und sie haben ja immer dem Volk propagiert, kein Westfernsehen gucken, haben aber alle geguckt. Sie mussten ja. Und sich wohl gegenseitig, sie mussten ja. Und haben sich angerufen, offensichtlich gegenseitig, hast du den da hingeschickt oder wie kommt denn dieser Lippert darüber, ja, sein Ding. Naja. Und dann habe ich immer versucht abzulenken. Also irgendwann ist ja die Wut dann so ein bisschen raus und dann hat man wieder einen normalen Atemrhythmus zu seinem Gegenüber. Und er hat sich immer Zettel gemacht, hat sich immer alles aufgeschrieben. Interessanter Führungsstil, finde ich, weil so, die hat er bestimmt weggeschmissen danach alle. Aber du hattest das Gefühl, dass das ganz wichtig ist. Ja. Also immer danach gleich im Papierkorb, aber erstmal so aufgeschrieben. Und dann habe ich gedacht, ich muss jetzt hier irgendwie raus und habe gesagt, wissen Sie, Adamek, ich würde lieber mit Ihnen über meine Formate hier reden. Weil ich gleich mal checken wollte, ob es die überhaupt noch gibt. Mhm. Und da hat er zu mir gesagt, ja, was denn? Und dann habe ich gesagt, ja, ich würde gerne ein bisschen, weil ich eben gerade eine große Show gesehen habe, gerne ein bisschen mehr Glanz in unsere Glück muss man haben Hütte bringen. Und dann hat er zu mir gesagt, wissen Sie was? Ihre Sendung ist so gut, die könnte man sogar auf Gartenstühlen machen. Aber ein guter Fernsehmacher, also ein Fachmann. Also wenn ich das richtig weiß, haben Sie ihm ja auch noch mal gesagt, dass Sie sowieso finden, dass die Mauer bald fallen sollte. Das habe ich auch gesagt. Ich weiß nicht, wo ich diesen Satz her hatte. Ja, das ist, ich meine, es lag ja auch ein bisschen in der Luft schon in dieser Zeit. Es lag in der Luft, aber aber trotzdem ist es natürlich dann zu sagen, also wissen Sie, ich bin da nur mal vorgegangen, die anderen kommen nach. Genau. Schon auch im hab schon mal ein Husarenstück. Getestet. Wir nennen es mal Husarenstück. Ja. Wir sind ja jetzt zeitlich dann doch wieder eben da. Es kommt dann die Wende. Sie haben es stimmt's gemacht. Also eben, Sie hatten diese Reiseerlaubnis bei Radio
Radio Bremen eine Sendung zu machen, als die Mauer noch stand. Sollte eigentlich ja anders sein. Ich sollte ja eigentlich Gastmoderator bei 3 nach 9 werden. Das ist ja auch interessant. Ne? Ja. Und daraus wurde dann Stimmt's. Ja, genau. Und dann ist die Mauer gefallen und dann ist das ZDF auf die Idee gekommen, beziehungsweise, wenn ich es richtig weiß, haben sie das ZDF auch ein bisschen auf die Idee gebracht, dass sie ja auch der Nachfolger von Thomas Gottschalk bei Wetten, dass sein könnten, dass sie gesagt haben, wenn ihr keinen anderen habt, dann würde ich mich wohl anbieten. Ja. Und ich muss jetzt ganz ehrlich sagen und ganz ehrlich sein, kann mich erinnern an diese Auftritte und ich hatte auch irgendwie das Gefühl, dass da irgendetwas nicht ganz für mich passt, so für mich als westdeutsche Zuschauerin. Wenn ich das heute wieder sehe, muss ich mich nochmal vor ihnen verneigen und ein bisschen rot werden, weil ich finde, dass sie das wirklich großartig gemacht haben, sehr professionell, sehr lässig, sehr gut, sehr in dieser Form. Mhm. Trotzdem denke ich mein halbes Leben lang darüber nach, wie das kommt, dass man bei dieser leichten Unterhaltung so ein ganz intuitives Gefühl hat, ob das jetzt sozusagen der richtige Präsenter für das richtige Format ist. Und dass es vielleicht gar nicht so viel mit Handwerk zu tun hat, weil also handwerklich sind sie Thomas Gottschalk da weit voraus. Und dann habe ich mich jetzt in der Vorbereitung auf unser Gespräch gefragt, ob es einfach 20 Jahre zu früh war. Da gibt es wahrscheinlich viele Deutungen. Man kann ja immer nur in dieser Zeit agieren, in der man irgendwo ist. Und ich glaube, dass es verschiedene Kulturkreise einfach waren und heute teilweise auch noch sind. Also andere, wir sind anders konfektioniert auf viele Dinge. Und deswegen war es für mich auch irgendwie ganz schwierig, also ein bisschen zwischen den Stühlen zu sitzen. Also es gab so ganz interessante Begegnungen. Also ich habe diese Zeit sehr aufmerksam genossen. Und weil wir gerade bei Genossen sind, es war ja immer noch ein irgendwie geteiltes Land. Und ich war ja sozusagen der Versuchsballon, der da irgendwie hin und her fuhr. Und ich hatte ja ein Publikum zu Hause, den man wie ein Paradiesvogel, nachdem man wieder zurückgeflattert ist, also der auch da sein Leben hatte und gar nicht so viele Leute hatten, mit denen man das teilen konnte so richtig. Ne? Also ist ja klar, weil du bist ja so einer, der ein Privileg hat, das Millionen andere nicht haben. Und das war mir gleichsam schön, aber auch oft unangenehm. Also es ist so etwas ganz Eigenartiges, mit diesem Privileg so umzugehen. Vor der Wende, ne? Also wo Sie sagen, das war ja in dieser. Ich war ja, Wetten, das war ja 92, da war das ja war ja genau später. Aber ich rede ja so von Stimmt's, ne? Zum Beispiel und so von allen anderen Auftritten, die 3 nach 9 Auftritte und so weiter und so fort. Immer musste ich so meinen Humor auch nochmal übersetzen. In, also wir haben ja oft in Andeutung und mit einer Pause gearbeitet und mit irgendwie einem Bild, Metapher etc. Und das war ja da anders. Also da musste man und konnte man auch und so. Das war für mich also so ein bisschen so zwischen den, saß man manchmal auch zwischen den Stühlen. Ich möchte trotzdem noch mal ganz kurz auf diese Wetten-das-Zeit kommen, weil ich so ein schlechtes Gewissen habe, dass ich eben denke, da ist Ihnen wirklich Unrecht geschehen. Also so im unmittelbaren Anschluss anzutreten, das ist schon mal an sich eine Schwierigkeit, bis man da so seine eigene Farbe, seine eigene Marke so irgendwie etabliert hat, das dauert ein bisschen. Noch dazu mit relativ wenig Hinterland. Ich hatte kaum, außer Frank Elstner und ein paar andere Freunde und so, also nicht so viel Hinterland, nicht so viel Standing erstmal auch schon. Ich bin aber trotzdem nicht gram damit und es hat mich auch nicht nachhaltig verändert, weil mein Innerstes, das hat mich wahnsinnig verletzt, ich hätte gerne weitergemacht, es ist, wie es ist, ich war 9-mal Gastgeber, ich habe immer gesagt, es ist so, als würde man Flugzeugträger fahren dürfen, das macht jedem Jungen Spaß, ist besser als Motorboot und ich habe dann ein Team angetroffen, was also großartig war. Der großartige Sascha Ahns, all diese Leute hinter den Kulissen, die Bühnenbildner. So, es waren alles so großartige Leute, die mich auch geführt haben, denen ich dankbar bin, dass ich überhaupt diese Erfahrung gemacht habe mit denen. Die Fernsehleute Ost waren auch super, aber das war auch ein ganz tolles, eingeschworenes Team. Und ich habe ganz viel gelernt, habe Weltstars kennengelernt. Also, und wir alle zusammen haben die Quote gehalten. Also wir haben uns mit 16,5 Millionen Zuschauern verabschiedet und darauf bin ich für mein Dings stolz. Können Sie auch. Und dieses, was Sie sagen, dieses ungute Gefühl war, dass
da ist ein anderer, der kommt aus einer anderen Ecke, als wenn einer aus einem anderen Dorf kommt. Der riecht anders. Ja, genau. Und so ist großes Fernsehen. Das ist eine ganz, so ist große Bühne auch. Ich arbeite ja bei Störtebeker seit 20 Jahren. Da sitzen 8000 Menschen im Saal. Das ist eine ganz, obwohl man so denkt, 8000 Leute, das ist also eine Meute, da fällt doch gar nichts auf. Da fällt alles auf. Also gerade so diese, das ist so wie große Gebäude, die kippen auch mal um. Das geht ganz schnell, da schmiert der so einen Saal ab. Du machst drei falsche Bemerkungen, du erfasst diesen Geist nicht, dann ist so ein Ding im Eimer, es ist weg. Und diesen Vorlauf hatte ich kaum, noch dazu bei Wetten, dass. Und das war einfach mit Thomas so besetzt. Und deswegen ist es, finde ich, auch in dem Verlauf dieser Zeit okay, dass man dass Thomas da wieder war. Er hatte ein gewisses Hausrecht, würde ich jetzt einfach sagen. Und wir haben uns beide lange darüber ausgesprochen. Ich war in Amerika bei ihm, wir haben diverse Zigarren geraucht, weil auch er ein ungutes Gefühl hatte. Spricht für ihn, finde ich. Und was auch noch interessant war in diesem Zusammenhang, Markus Lanz, der ja so unfassbar viel mehr Kloppe bekommen hat, als Wessi auch noch. Also da war ja überhaupt jetzt kein Problem. Und trotzdem wollte das nicht klappen, weil der ist eben ein Talkmaster und kein Showmaster. Das ist ein himmelweiter Unterschied. Und noch dazu ist natürlich auch ein redaktionelles Versagen, dass man ihm Dinge übergepelzt hat, die er nicht darstellen kann. Ja. Also es ist jetzt nicht nur der arme Mann da vorne, sondern da hängt ja ein Apparat dahinter. Es ist eben ein sehr großes Vergrößerungsglas, was immer über uns ist. Der einzige Fehler, den ich mir selber ankreiden würde, ist, dass ich mich damals relativ schnell auf dieses Nachfolgeformat eingelassen habe. Goldmillion. Und das war wirklich ein Fehler, weil das war noch lange nicht ausgegoren. Diese inhaltlich, wenn Sie als Fernsehwissenschaftlerin könnte man da lange drüber reden, aber das war die Nachfolgesendung vom Großen Preis, eine hochintelligente Sendung, die ich auch mal moderiert habe, als Wim krank war. Und das war zu kurz geschossen und das war nicht gut und das hätte ich mir sparen können, aber gut. Wo glauben Sie denn, stehen wir heute mit dieser großen Fernsehunterhaltung? Also Wetten, das weiß man jetzt nicht, ob das nochmal kommt. Das ist ja auch jetzt sozusagen so ein Jahrhundertereignis einmal im Jahr. Na, einmal werden wir es ja wohl noch erleben. Würden Sie sagen, live ist total wichtig fürs Fernsehen oder ist das jetzt wirklich live vorbei? Live finde ich ja. Also live hat einen ganz besonderen Zauber, weil das auch Menschen ja spüren, dass das jetzt alles wirklich in diesem Moment passiert. Also wir werden heute an so vielen Ecken betrogen. Und so professionell, also über KI wollen wir gar nicht anfangen zu reden oder so, also was alles schon möglich ist. Aber dieses Live ist immer noch so ein Rudiment aus dieser Zeit, was man also durchaus pflegen sollte, finde ich, wenn man Fernsehen macht. Und ich bin auch der Meinung, dass Samstagabendunterhaltung durchaus noch einen Stellenwert hat bei Leuten, bei Menschen, die lineares Fernsehen verzehren, irgendwie. Und davon gibt es aber noch einen ganzen Haufen. Wenn man denn mal so staunt, ach guck mal, wie viele Millionen haben da eingeschaltet, ist ja irre. Also so ein Influencer lacht vielleicht müde drüber, aber ein normaler YouTube, also mit normalem Content oder sowas, da träumen die von, Also, und wir Fernsehleute, wir Linearen, unterwerfen uns jetzt gerade so ein bisschen eigenartigerweise dem digitalen Anspruch, statt man einfach sagt, lass uns doch voneinander lernen, lass uns doch miteinander irgendwas machen und lass uns euren Content, den ihr schon mal irgendwie dufte ausprobiert habt, mal gucken, wie wir den transformieren in unsere Welt. Weil Inhalt brauchst du immer, egal welcher Ausspielvideo du hast, egal aus welcher Kiste sowas da rauskommt. Ja. Und das wird bleiben und das ist eigentlich das zentrale Thema. Und ich finde es ein bisschen schade, wir dürfen... Fernsehen gibt momentan für Fernsehen zu wenig Geld aus. Für alles andere, aber nicht für Fernsehen. Das ein bisschen Glanz muss in die Hütte. Sie machen ja heute eine Talkshow. Ich bin auch neben meiner Begeisterung für Shows, gucke ich auch sehr gerne diese Freitagabend-Talkshows. Und ich habe noch einen letzten Einspieler aus Riverboat, aus einer ihrer letzten Sendungen. Bin ich auch mal gespannt. Lucullus! Genau, gleichen Teller. Ja. Das wollte ich auch. Lucullus. Ja.
Ist ja? Die Leute sagen, kannst du es mal verteilen? Einfach verteilen. So, warte. Ihr merkt, wie das ankommt. Absolut. Was ist das hier? Ragofond. Und dazu gab es diese wunderbare Soße. Zeige mal. Worcester-Orchester-Soße. Keine Sau wusste irgendwie, wie das heißt. Jawohl. Die Worcester-Soße, auch gerne Worcester-Soße genannt. Genau. Hier Dresdner Art, so wie wir sie früher hatten, als i-Tüpfelchen, als pikante Abrundung für das Ragofond. Guten Appetit. Ich hatte gerade so viel. Aha, dann nimm noch eins. Also der Lucullus ist auf jeden Fall das Highlight. Und diese wunderbaren, die nehmen wir auch gleich mit. Jawohl, die nehmen wir mit, die habe ich heute früh gemacht. Ja? Ja. Kim hat heute ganz wenig gefrühstückt, ja, das haben wir vorhin gesagt. Bitte hol alles nach. Möchtest du vielleicht noch eine Waffel? Gerne. Sollen wir die mitnehmen? Ja, okay, hinten raus eine Waffel. Ach, wir bringen alle Waffeln. Und ein bisschen Besteck. Ganz schnell noch, bitte. Ich möchte mit euch diese wunderbaren Küchengeräte noch mal anfassen. Irgendwie. Ja, also heute früh frisch im DDR. Ja. Wer hatte einen RG28? Es spielt immer noch. Unkaputtbar. So absolut, hier ist er. Unkaputtbar. RG28 rührt und so der Heinzelmann. Ja. So das nur. Wunderbar. Das ist von meiner Oma. Es wird von Oma. Das ist von meiner Oma, der ist auch noch in Benutzung. Wir haben hier leider keine Steckdose, aber keine das Steckdose. Wird gehen. Ja. 50 Jahre alt, der RG. Und das, und der geht besser das als dürfen jeder wir auch nicht übersehen. Der hier. Der muss ja. Gab es im Westen nicht auch solche wunderbaren Geräte, die so unkaputtbar waren? Ja, ich habe mich jetzt gefragt, ich stelle mir jetzt vor, Giovanni Di Lorenzo kommt mit dem Multinet. Bei Giovanni ist es wahrscheinlich schwer denkbar. Ja, ja, ich finde das. Also ein Italiener kann wahrscheinlich auch Multiball. Ich liebe diesen Ausschnitt. Also nicht, dass Sie das jetzt falsch verstehen. Ja. Ich weiß auch, dass Sie seriöse Gespräche dafür mit so Moderation Das würde ich jetzt gerne jetzt anmerken wollen, dass wir auch durchaus seriöse Gespräche haben. Genau, ich möchte das gerne nochmal sagen. Da werden auch ein sehr kunterbunter Teil, den Sie da rausgesucht haben. Genau. Aber schön, dass es ihn gibt. Ja, genau. Ich finde auch, dass Sie da eben eine Ihrer Stärken total ausleben, weil Sie diesen Laden da auch so auffrischen. Und, ja. Das ist, glaube ich, es sind ja nicht die Salzburger Festspiele. Ja. Ne? Und es soll ja unterhalten und wenn man was Kluges zwischenschieben kann, nur zu. Also das passt ja immer. Ja. Klug passt immer. Und deswegen haben wir wirklich schon sehr schöne Gespräche da geführt. Und ich mag dieses Format sehr. Ich sollte früher schon mal da einsteigen irgendwie. Hab auch mal eine eigene Talkshow gemacht, die hieß Leute bei Lippert. Das war auch sehr, sehr gute Idee, eine Evelyn Matt Idee. Wir haben die Schlagzeilen genommen der Woche, der aktuellen Woche, und ich habe mir die eingeladen, den, der sie geschrieben hat und den, den sie betrifft. Das ist toll. Das war spannend. Ja. Fühlen Sie sich eigentlich als MDR-Sendergesicht? Haben Sie so, dass Sie machen ja sehr viel jetzt für den MDR. Sind Sie da identisch? Das ist eine alte Tradition und ich habe einfach ganz viel gemacht bei diesem Sender. Und das sind ja auch Chancen, die dir so ein Sender gibt. Und das schweißt ja schon irgendwie zusammen. Und Kesselbunt, das haben wir 50 Sendungen gemacht in der Neuzeit. Also da gibt es ja auch ein Buch, Kesselbuch, dazu entschieden. Das sind wunderbare Storys und wunderbare Geschichten von Künstlern, Ost und West, Superstars, ganz normalen Leuten. Irgendwie, das sind ja alles so Produkte, die wir da gemacht haben. Wie gesagt, auch in der Geschichte jetzt mal, auch Glück muss man haben. Oder die Talkshow oder Wo ist Lippi? Und wir haben also ganz viele Formate probiert. Ich fühle mich da schon zu Hause in diesem Sender. Mhm. Aber ich habe mich im ZDF auch sehr wohl gefühlt. Ich war fast 15 Jahre. Ja, Sie waren lange beim ZDF. Ja. Aber jetzt sind Sie irgendwie sozusagen, ich frage mich, dass wir haben jetzt 30 Jahre gesamtdeutsches Fernsehen. Mhm. Und ich finde fast die Aufgabenverteilung heute klarer abgegrenzt, dass der MDR eben auch sowas wie eine Ostalgie bedient. Also für einen, welcher denn sonst? Eben, ja, nee, das ist ja ist jetzt keine Kritik. Also weil der RBB hat es probiert, ist ihm nicht gelungen, so richtig. Ne? Ich komme ja aus dem Westdeutschen, also aus dem WDR-Sendegebiet. Und natürlich habe ich auch sozusagen meinen Resonanzraum dann, also mit Jürgen von der Lippe oder so. Man freut sich ja auch, diese alten Sachen zu sehen. Ja, sicher. Und es ist aber so, dass ich das trotzdem schade finde, dass wir da so wenig zusammen gucken. Also dass wir da sozusagen, dass wir das nicht so geschafft haben, dass das aufhört. Naja, ihr und wir. Da könnten wir stundenlang drüber reden. Aber es ist eben so, die andere Konfektionierung, also die wenigsten Leute haben sich ja die Mühe gemacht. Also wir
aus dem Osten haben ja immer den Westen besonders aufmerksam betrachtet, mhm, dieses Schaufenster. Andersrum war das eher schon ein bisschen löchrig. Und somit gibt es natürlich ganz viele Dinge, über die man redet, wo keiner eine Assoziation dazu hat. Mhm. Also da wird es dann schon schwierig, mhm, irgendwie. Also Dinge zu erklären. Erklär mal Außenseiter, ja, Spitzenreiter, eine super Sendung. Erklär mal, schätzen Sie mal, eine super Ratesendung, ja, mhm, weil man dort nicht Verlierer war, sondern man hat sich verschätzt. Mhm. Psychologischen himmelweiter Unterschied und so weiter. Ganz viele Formate, die einfach gut waren, hätte man vielleicht ein bisschen mehr pflegen können. Also, aber die Sender haben ja dann doch ihre Länderhoheiten dazu benutzt, eben auch für ihre Länder mehr oder weniger da zu sein und ein bisschen mit der ARD mitzustinken. Mhm. Also da blieb ja kaum was. So, es gab immer mal klar gemeinsame Projekte, aber hätte man vielleicht ein bisschen, hätte, aber vielleicht ein bisschen aufmerksamer machen können. Ich habe mich mit Tom Buro neulich ganz lange genau über dieses Thema unterhalten. Unser Format heißt ja Wolfgang Lippert, mein Auftrag. Jetzt, wir unterstellen Ihnen ja immer, wir unterstellen Ihnen ja auch immer einen, sozusagen einen. Unser Publikum ist noch da, ist keiner gegangen. Ne? Nee, die sind so alle noch da. Macht uns ein bisschen Sorgen. Ja, jemand krank oder so, alles braucht ja einen Arzt nicht. Das hat sogar da eben jemand so gesagt, als ich Sie so unterbrochen habe. Achso, ja, siehst du, also da dort doch jemand, der hören Sie auch zu, empathisch mitreagiert hat. Ja, die Frage ist ja, das ist jetzt auch dann wirklich das Ende. Aber was ganz wichtig ist, finde ich, wir sollen ja eigentlich auch mit dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk, soll ja die Gesellschaft auch ein bisschen geeint werden. Also es ist ja auch der Auftrag, dass wir Gesellschaft nicht auseinandertreiben, sondern zusammentreiben. Haben Sie eine Idee? Sie kommen von der leichten Unterhaltung. Ist das der Schlüssel, das zu machen, dass man diese leichte Unterhaltung zusammenbringt? Oder darf die überhaupt gar nicht sozusagen so funktionalisiert werden? Also es kommt darauf an, was Sie unter leichter Unterhaltung verstehen. Sie haben ja vorhin gesagt, leichte Unterhaltung ist gar nicht so leicht, wie sie sich anfühlt. Sondern sie kann ja auch durchaus Botschaften transportieren über ein Lebensgefühl, über ein leichteres Lebensgefühl. Mhm. Es geht nicht darum, dass die Leute sich irgendwie besinnungslos schunkeln, sondern dass sie wirklich etwas Gemeinsames tun, dass sie neugierig sind aufeinander, dass sie sicherlich feiern, dass sie sicher ausgelassen sind, aber dass sie auch irgendwie angeleitet werden, ein Gegenüber sich für ein Gegenüber zu interessieren und nicht nur für die eigene Soße. Also da kann Fernsehen eine Menge tun, denke ich. Ganz viel. Tut's genug? Nö. Tja, muss ich Sie leider enttäuschen. Nee, finde ich gut. So, wir wollen keine man will ja immer positiv hinten raus, aber noch ein Witz? Nein. Ich glaube, wir lassen es jetzt hier dabei, weil ich finde, das ist jetzt wirklich ein sehr schöner Bogen auch, weil es ja auch heute der Tag der deutschen Einheit ist und wir Sie natürlich auch eingeladen haben, weil Sie über Ost und West und über Gesamtdeutschland reden können und über so viele verschiedene Arten von Fernsehen. Und da möchte ich Ihnen ganz herzlich danken, dass Sie sich jetzt diese Zeit genommen haben. Und ich habe noch einen ganz kleinen Ausschnitt am Ende. Okay. Und dann dürfen Ihre Ausschnitte habe ich ja schon fürchten gelernt. Ja, genau. Stimmen, Leute. Vielen Dank. Danke schön. Vielen Dank.